Wetter spielt mit, gute Musik, was will man noch mehr? Letztes Jahr waren wir auch da gewesen, und es war kalt und nass. Von dem her genießen wir sitzen noch einmal mehr bei diesem schönen Wetter. Zufriedene Runde, gute Musik, gutes Essen. Jung und alt, das ist alles da. Das ist cool. Sie geben sich auch Mühe, die Infrastruktur fängt. Es ist alles sehr schön und so ein bisschen feel free. Die Leute sind froh und wir sind auch froh, dann geht's. Seaside-Festival, das geht heute das dritte Mal über die Bühne und wieder zieht es tausende von Besuchern hierher in die wunderschöne Seebucht in Spiez. Und das hat auch den Grund, grosse internationale Künstler spielen hier, wie der Herbert Grönemeyer, Bonnie Tyler oder Mark Forster. Aber auch nationale Acts hier anwesend wie Bastian Baker, Thomas Kater oder Mark Sway, der hier hinten dran das Festival eröffnet ist. Und wir haben dann mit ihm noch ein Interview, aber zuerst schauen wir ins Konzert rein. Yes, I don't think I live for another day. No, 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 merci. Oh, not as long as my love is away. No, 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 chérie. There's only darkness till you give with me. No, 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 merci. Stay right away, I dream of you. Ja, also wenn man am Nachmittag um 2 am Freitag spielt und man kommt auf den Platz und ich war ein bisschen kritisch, weil dann kommen, dann sind dann da schon Leute da und dann gesagt, das ist eines von diesen Festivals, wo der Platz einfach schon auf dem ersten Konzert voll ist. Und es war toll gewesen. Es hat sich angefühlt wie morgen um 2. Die Menschen haben getanzt und wir haben wirklich ein grosses Fest können feiern. Deine neueste Single heisst ja «Color». Wann hast du das letzte Mal gemerkt, dass dir eine Farbe im Leben fehlt? Natürlich gibt es auch bei mir gibt es immer wieder Tiefs und ein bisschen melancholischere Momente. Die gehören dazu auch, dass man die grossen, sehr farbigen Momente spüren kann. Ich glaube, wir sind auf dieser Erde und wir müssen einfach nutzen, die Zeit, die wir haben, möglichst farbig zu verbringen. Auf der Hauptbühne ist Bastian Baker gerade richtig am Einheizen. Und auch ihn haben wir noch zum Interview getroffen. Und natürlich schauen wir auch noch ins Konzert rein. Zuerst wollen wir aber von den Künstlern wissen, ob sie diesen Gegenstand hier noch kennen. Ja, das habe ich nicht gekannt. Endlich mal etwas, wo ich jetzt sagen kann, ich war zu jung. Ein Kassettchen. Und mit dem hat man Tipparade teilweise sogar noch aufgenommen, oder? Geile Zeit war. Der Bleistift hat genau eingepasst, hast du von Hand nachdrillen können, wie es sich gehört. Unsere allerersten Freestyle-Sessions sind so aufgenommen. Und ich wünschte, ich könnte man heute noch hören, aber leider kann man nicht mehr. Es ist nur noch... Die erste Kassette, die ich gekauft hatte, war Black and Blue von Backstreet Boys. Kids these days are like, is it an iPhone? But like, yeah, cassette tape. This is what we grew up on. Like. Das ist im Prinzip, muss man sich das vorstellen, wie Spotify. Nur, dass man die Playlist selber darauf aufnehmen musste. I've got drawers and drawers full of these still. Im Gegensatz zum letzten Jahr ist hier der Thunersee viel einladender, was das Wetter betrifft. Man kann hier baden oder man ist auch hier auf dem Boot unterwegs, wie jetzt gerade. Und bei mir ist es ein cooler See von Trubas Kater. Und bevor ich mit ihm rede, schauen wir noch das Konzert rein. Es Leben ist sonst nur schlecht. Das wusste mal einmal auf der Zunge laufen, geh am besten Dunkel. Im Kauer am Sommernachmittag, ein Fehler mehr. Und ich feiere hier zu belau und zusammen falsch auf 100. Und meine 49 Versuche mit meinen 50 Gründen sind nicht ganz 100, nicht ganz 100, nicht ganz wachen. Aber scheiße gut im Feiern und nicht zu bang. Ich habe gelesen, ihr wollt mit eurer Musik ein bisschen Bern und Seeland widerspiegeln, musikalisch. Wie würdest du musikalisch Spiez einordnen? Ja gut, Bern, also das gehört für mich ehrlich gesagt noch dazu. Es ist ja darum gegangen, irgendwie so der Klang von hier rauszufinden, wie tönt unsere Region. Und das gehört für mich also noch dazu. So weit von daheim sind wir jetzt hier nicht. Jetzt seid ihr eine rechte Truppe, seid 8 Nasen in der Band. Wie ist es eigentlich so in der Bandprobe? Bringen wir da jedes Mal alle zusammen? Also ehrlich gesagt proben wir recht wenig. Die Leute haben es gewusst, vor allem wenn wir proben dabei. Eigentlich proben wir eine Woche vor einem Konzert abends. Und vor einer Tour. Und dann noch, wenn wir umstellen auf Sommer-Winter-Konzert. Und dann tun wir die Songs ein bisschen umstifeln. Und das ist es, proben wir nie. Weil ja, wie du sagst, eine Probe müssen wir irgendwie ein halbes Jahr vorher organisieren. Und das, ja, verleidet einem.
Nicht nur auf der Hauptbühne wird Musik gemacht, sondern auf der Sessionbühne. Hier hinter mir ist Dani Gutschalt gerade am Spielen. Und mit dir haben wir noch reden. Zuerst wollen wir aber von ihr und den anderen Künstlern wissen, was sie von diesem Nookie halten. This is a Nookie. Did I use the Swiss word? Yeah! We in the States call this a pacifier, which is kind of a creepy word for it, but... Die Dinger sind wie Plektre bei Gitarre. Die gehen immer verloren. Alles war schlecht, dann kommt Schnuller rein, ist alles gut. Ja, muss ich mal wieder benutzen vielleicht. Den stecke ich jetzt nicht in den Mund, weil ich nicht weiß, ob der Bastian Backer schon dran war. Ich bin genau in dem Alter jetzt mit 28, wo Leute in meinem Umfeld sind jetzt fast alle verheiratet, fangen alle an, Kinder zu haben und ich bin immer noch im Ausgang. Ja, verschiedene Leben. We've heard of these and seen them, but this is the closest we've ever come to it. Yeah, exactly. Your name is Annie. Good child, so you was always a good child in your childhood. No, I mean, I would say like all people, there was a few rough years in the middle there, but I'm all right now. You do some kind of R&B music around 2000 was a big wave of R&B. What about R&B now in 2019? Where is it? I think in general with like pop music now and R&B music, there's a lot of like genre crossing over and a lot of neo soul and alternative R&B and alternative pop. And I think it's kind of the golden era of this time. So I'm down with it. I'm cool with it. You live in Switzerland, in Basel, but what about this area here in Spiez? Did you know that? So I've driven past the beautiful lake that you guys have here to get to other gigs, but I've never had a gig here, so I'm excited to be here. Yeah. What about mountains and skiing and hiking? I'm like too Puerto Rican to do winter sports. No, I don't know how to ski. If anybody out there wants to teach me, hook it up. Im Moment findet in Spiez gerade eine Zeitreise statt, und zwar eine Reise zurück in die 80er Jahre. Bonnie Tyler spielt gerade auf der Hauptbühne. Und die älteren Leute kennen natürlich ihre Songs in- und auswendig, aber bei den jüngeren Leuten dürfte auch der eine oder andere Song einen gewissen Déjà-vu-Effekt auslösen. Wir treffen dann noch eine sympathische, ausgestellte und fröhliche Bonnie Tyler im Interview. Zuerst wollen wir aber noch von ihr und den anderen Künstlern wissen, was sie von dieser Toblerone halten. A Toblerone, you know what? I saw a woman getting off the flight a couple of days ago with this massive big Toblerone. You gotta have Toblerone when you come here. Das ist übrigens eins von den Sachen, wo man als Brasilianer immer mitnimmt auf Brasilien und die brasilianische Verwandtschaft einem zusammenschießt, wenn man mit leeren Händen kommt. In Amerika sind alle so, hey, can you bring some Swiss chocolate? Also ja, ich bin schon Fan. Ich liebe schon Schocki von der Schweiz. In the States, I thought this was called Toblerone, but it's Toblerone, right? This is a sweet, delicious snack that everybody should have. Das ist die Schokolade, die mich am meisten verletzt hat in meinem Leben, weil ich tatsächlich ein sehr gieriger Schokoladenesser bin und dann so abbeiße. Und kennst du die klassische Toblerone-Verletzung, wenn man sich sozusagen die Schneidezähne von innen so ein bisschen aufdotzt. Ich kann es nicht gerne, als so in den Zähnen leben, Toblerone. Psst, das gehört euch jetzt, die hören alles zu. You are on the road since, I know, as a musician since 40 years. To be 50. 50 years, yeah. I'm sorry, 50 years. But to be honest, did you know this place before? Switzerland? Spiez. Well, we aren't in Switzerland, are we? Yeah, we are. Yeah. Thought I was bloody wrong then.
Yeah, I've been here. It's many, many, many times. When we look back to the 80s, what we still have in 2019 that exists in the 80s? I know, it's unbelievable. Oh, listen to this, fabulous. Yeah, but the 80s, everybody loves the 80s, don't they? I mean, I was really lucky in the 80s to have some of my biggest hit records, like Total Eclipse of the Heart, you know, and Holding Out for a Hero, which I still love singing after all this time, you know. I never get tired of singing them. And all the audience really, you know, they love singing along with it, you know. It's a fantastic atmosphere. You sing the song since a long time on every concert. How you get the energy for the songs that you still can perform it like this? I have a fantastic band, right? They've been with me for about 28 years, you know, except for the drummer. He's only been with me for 3 years, so he's new blood. But it's just awesome, you know. The people love to go back to the 80s, but I have got a new album out this year. It's called Between the Earth and the Stars, which went to number one on Amazon Rock and number two on Amazon on YouTube. You know those things. Anyway, Spotify. It don't sell records anymore, you know. Ja, bei mir sind jetzt der Garner and the Tree von Schaffhausen und mit ihnen machen wir noch ein Interview und ins Konzert werden wir auch noch hineinschauen. Zuerst wollen wir aber noch wissen, was sie und die anderen Künstler von diesem Schwamm hier halten. This is something that I use very rarely because I don't like to clean. Keine Ahnung, was das ist. Noch nie gesehen. Ich sag das nur, falls meine Frau jetzt zuschaut. Zu denen hier habe ich eine relativ schwierige Beziehung. Und zwar, es gibt solche, die hier diese Fläche einfach wirklich brauchen, für etwas zu putzen. Weil mit dem hier ist ja, wenn etwas dreckig ist, überhaupt nicht möglich. Aber dann gibt es noch solche, die haben irgendeine andere Farbe, die kann ich mir nie merken. Und mit denen verkratze ich schnell Pfannen und Geschirr und so Sachen. Und das habe ich etwa schon 18 Mal in meinem Leben gemacht. Man muss auch waschen, Leute, ne? Man darf nicht nur essen und dann verschmutzen, sondern komm die Welt. Die Welt waschen. Great on, you know, get the marks off your shoes, you know. Fantastic. Every house should have new ones all the time. Ah, der ist scheiß. And I've been looking to the left and the right, and I notice I've been standing in the middle of a crater. Life is a waterfall. What comes down goes around, and never till we realize. Thinking about the good, not the bad. I never did we realize. Hey! Woo-hoo! Hey! Woo-hoo! Jetzt ist selber, hat er schon mal etwas davon gehört oder seid schon mal da gewesen? Ich bin schon mal da gewesen, gehe nackt baden. Gehe nackt baden? Sicher. Und heuer auch wieder? Ich habe es gerne, wenn ich die Fische spüre. Kommen wir noch zu eurer Musik zu sprechen. Ihr macht ja Pop, Indie-Pop-Rock mit englischen Texten. Das ist eigentlich auch etwas, wo international sehr viel Anklang findet. Was muss man da machen, dass man über die Schweizer Grenzen darüber raus kann bekannt werden? Ja, Ziel verkaufen. Was machen wir nicht? Schon erledigt. Alles erledigt. Nein, sorry. Nein, Spass an dem, was man macht. Ein bisschen auch mal unten durchgehen. Sich zufrieden geben mit dem, was man hat. Für das Leben, was man macht. Sich selber bleiben. Wenn es mal scheiße ist, ist es scheiße. Wenn du mal nicht gut drauf bist, bist du nicht gut drauf. Und nicht zu fest wie eine Show machen in dem Sinn, sondern wirklich authentisch bleiben. Merci vielmals. Ja, es wird definitiv Zeit für ein Bier, ob schon die, die jetzt auf der Hauptbühne sind, würde ich da ein Guinness bevorzugen. Wo wir spielen Codeline aus Irland. Wir haben sie zum Interview getroffen und wie das Konzert hier aussieht, das schauen wir uns schnell an. We'll be right back.
from Ireland and now you are here in Spiez. Actually, you have to feel like home here. It's quite beautiful, but I think this place is more beautiful than Ireland. Similar, but it's amazing actually. The view of the lake and the mountains is incredible. You do music, very famous. You do like indie, pop, rock. Do you need sometimes something heavier, like metal or hard rock? Who knows? You never know. We went to see the Foo Fighters the other night, so like we love some rock and roll every now and again. Like we're big music fans ourselves, so when we get to a festival, we still go and check out lots of other music. So, but yeah, we're happy with all kinds. You told it, you are a band. You play with instruments. You have a close relationship to the fans. What do you prefer more, to play in a small club or on a festival outside like this? It kind of depends, really. There's different things. Like, it's exciting at festivals because you really have to put on a show and try to earn some new fans. But like playing our own shows are incredible because everybody's there just to see you. They know all the songs, all the B-sides and stuff like that. So that's kind of incredible. So they both have their good points, you know? Es ist quasi die Stoppe von den Künstlern hier am Seaside Festival, und zwar der Backstage-Bereich bei der Hauptbühne. Ich warte jetzt hier noch auf Alvaro Soler, wo wir hier noch zum Interview treffen. Aber zuerst schauen wir auch ins Konzert rein. Ist ständig auch unterwegs. Ich nehme an, morgen musst du schon wieder weiter. Wenn du was mitnehmen könntest von hier, was wäre das? Also ich würde auf jeden Fall, ich glaube, ich nehme immer so Erfahrungen mit. Also ich versuche immer, alles irgendwie in mein Gehirn zu packen oder vielleicht in meine Kamera oder mein Handy. Von heute, ich glaube, es wird noch kommen. Also ich glaube, die Energie von heute werde ich auf jeden Fall noch sehr gerne mitnehmen wollen, also von den Leuten gleich. Ich habe noch gelesen, dass du auch durch Karaoke in Japan zum Singen gekommen bist. Klär uns auf. Ja, ich glaube, ich war halt sehr schüchtern am Anfang. Deswegen ist es so ein Ding, was wenn man irgendwie anfängt, dann muss man sich irgendwie trauen. Ne? Das ist ja immer das Erste. Man muss sich dann trauen, auf eine Bühne zu gehen, wenn man singen will. Das ist halt natürlich immer ein bisschen anders, wie wenn man Videospielen mag. Dann kann man das zu Hause bleiben. Aber wenn man singen mag, dann ist es schon so ein Moment, wo es dann einfach vor Leuten geht. Und da ist zumindest die Hemmschwelle halt nicht so hoch. Und das ist schön, ja. Er ist ein grosser Headliner am Freitagabend und spielt gerade auf der Hauptbühne, der Marc Forster aus Deutschland. Bevor wir euch Konzertausschnitte und das Interview zeigen, drücken wir ihm und ein paar anderen Künstlern noch ein Fondue Gaclo in den Finger. Das hier ist aus Alvaro Solers Garderobe sein Nachttöpfchen. Weil Alvaro mag das nicht so gerne, auf Festivals auf die öffentlichen Toiletten zu gehen. Deswegen stellen wir ihm immer so ein Töpfchen hin. Mein Töpfchen? Wieso denn? Was meinst du, Marc? Marc hat manchmal so komische Vorstellungen. Was soll denn das? Das ist das... Okay, dann nehme ich es mit. Tschüss. Is it for bread? Is it for cheese? Is it for a fondue? Like, is it raclette? Raclette. This is a hat. Just kidding. This is a fondue pot. And cheese is maybe my most favorite thing, other than like music and family and friends and stuff. Das ist flüssig in der Schüssel, aber wenn du's gegessen hast, dann wird's hart im Magen. Es gibt so harte Klümpen. Woher ich das weiss? Er hat ein bisschen zu viel Alkohol getrunken. Es war, glaube ich, recht schmerzhaft für ihn. Und das Lavabo war voll gewesen und wir haben eine Rechnung bekommen, weil sie das Lavabo befreien. Von Käseklumpen. Schüttest du damit zu, auf deinen Namen sandboxen. Der beste Mensch bist du. Ich roll den roten Teppich aus, durch die Stadt bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich und die Chöre singen für dich. Chöre sind für dich! Und die Chöre sind für dich!
Wie bist du jetzt hierhin gekommen? Ich bin tatsächlich mit der Panoramabimmelbahn hergefahren. Ich bin nach Zürich geflogen und dann mit dem Zug hierher gefahren. Es war sehr, sehr schön. Jetzt in der Schweiz kennt man Zürich, Genf, auch Bern und Basel. Spiez, hast du das gekannt? Also ich habe von Spiez tatsächlich noch nie irgendwas gehört, aber es ist ja wunderschön. Also ich glaube, dass man hier auch, ist Spiez ein richtiger Urlaubsort und so? Stimmt, ne? Wie sieht das dann mit den Texten aus? Hast du da immer einen Notizblock dabei? Kann es jetzt auch sein, dass du hier in Spiez einige Zeilen aufschreibst oder wie geht das? Ja, ich habe ja immer ein Handy dabei und da ist eine Notizfunktion und immer wenn irgendjemand was Schlaues sagt oder wenn irgendwas passiert oder ich irgendwas höre, lese, aufschnappe, was, woraus vielleicht irgendwann eine Zeile oder ein ganzer Songtitel oder so entstehen könnte, dann schreibe ich mir das auf und habe so eine lange Notiz voll mit Krams. Er ist der grosse Headliner vom Samstagabend, der Herbert Grönemeyer, der jetzt hier auf der Hauptbühne spielt. Und zum Schluss vom Seaside Special schauen wir noch das Konzert rein. Ich danke euch vielmals für das Interesse und wünsche euch dann noch einen schönen Abend und genießt den Sommer noch, solange er noch da ist. Ade miteinander. Es gibt kein Ding, nichts kann niemand, alleine kann das Leben verdient. Es gibt genug für alle. Es gibt Fischers Geld, wir haben Raum hin, wir teilen diese Welt, wir stehen in der Pflicht. Die Erde ist freundlich, warum Wind, warum sind wir es eigentlich nicht? Die Erde ist so freundlich, warum wir eigentlich nicht?